An der Tunguska sollen die Regenbogenstinte laufen. Und da muss ich natürlich direkt loslaufen und den Spot testen. Ich bin also mega gespannt, ob da was funktioniert. Aber die geposteten Kescher, die sahen schon echt gut aus. Von daher muss doch da was gehen. Wenn da so viele gefangen werden, muss ich das natürlich auch testen. Der Magic Fruit hier hatte mir im Discord eine Nachricht geschickt. Alden, guck mal hier, was es da alles gibt und wie ich da am rausziehen bin. Und guck dir mal den Kescher an. Regenbogenstint. Regenbogenstint. Und den suche ich natürlich auch noch. Also ran da und sofort testen. Wenn du übrigens solche Spots findest, auch gerne teilen. Ich schaue mir das gerne an. Natürlich auch nicht alle Spots, die so geteilt werden oder womit ich angewispert werde. Aber ich versuche natürlich schon, vieles auch zu testen, auch gerne dann in ein Video reinzupacken, wenn das irgendwie klappt. Und wenn das mal was ist, was auch mal ein bisschen was anderes ist. Gerne ein bisschen was Ausgefallenes natürlich auch. Da gucke ich natürlich auch immer mal gerne nach, was man dann auch so teilen kann. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Er stand irgendwo hier hinten. Ich gucke mal kurz in die Details. Und dann packen wir unser Setup aus und dann geht's auf Regenbogenstint. 38, 39, 40. Ist das hier der letzte? Nee, noch ein Stückchen weiter, oder? Hier ist es. 40, 135. Also hier in diesem Bereich. Das heißt, ich schmeiße jetzt hier auch schon mal mein Rodpod hin. Rodpod alleine schon deswegen, weil ich jetzt hier natürlich auch versuchen werde, mit drei Posenrouten reinzugehen. Wir fangen natürlich erstmal mit einer an, schön auf entspannt. Und für Regenbogenstint baue ich natürlich auch das Setup erstmal um. Also, die Routen sind zusammengebaut. Wir haben hier einen 16er Haken und Borkenkäferlarve, 80 cm Tiefe ist sogar auch schon hier eingestellt. Hier gehen wir noch ein bisschen tiefer auf die 80 und die 3 gucken wir gleich auch noch. 75 bis 80 hatte ich auch regelmäßig bei beim Regenbogenstintangeln. Klappt anscheinend immer wieder ganz gut. 80% auswerfen. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir waren hier mit der Stippe. Wir testen einfach mal hier vorne. Na guck, Happy Hour geht los. Also mal hier vorne in dem Bereich einfach mal locker raus. Und jetzt habe ich hier gerade eine Route mit Doppelborken. Da ist schon was drauf. Aber nicht gehakt. Eine Route mit Doppelborkenkäferlarve. Eine Route mit einzelner Borkenkäferlarve. 80% raus. Das ist natürlich jetzt erstmal die Frage, wie weit auswerfen. Und in welchem Bereich sind die Fische unterwegs? Und wo kommen die Einschläge? Hier ist das nächste Ding auch noch gehakt. So, also kleine Hebebisse, gerade bei den ganzen kleinen Fischen, muss man natürlich gucken, wie verhält sich die Pose. Ist es wirklich in den Runterziehen oder vielleicht doch eher, hoppala, die ziehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Na komm, oder in den Anheben der Pose. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Zwei Stück mit über 80 Gramm. Die Entfernung ist natürlich, da geht noch wieder was runter. Oha. Ich bin jetzt hier nur mit 3,1 Kilo unterwegs. Okay, das ist zu viel des Guten. Bremse 5. Oder? Na. Ah. Und da ist schon wieder was drauf. Da ist was drauf. Da ist nichts drauf. Eieiei. Viel zu dicke Brocken hier auf einmal. Von allen Seiten. Mal gucken, was da gerade auf der ersten Rute ist. Und es wird schon stressig. Aber das ist natürlich klar. Eieiei, auf 3,1 Kilo, so soll das sein. Da hat man natürlich noch ein bisschen Action. Wenn man hier dann natürlich dann mit der Stippe steht, ne, dann kann das schon gefährlich werden. Kriegen wir den so ein bisschen gezogen mit der Strömung? Eine Bodenrenke oder sowas, maybe. Komm. Ist das wieder der Hammer. Aber macht halt auch einfach Bock, ne? Solche Dinger will man noch haben. Oder ich gehe hier mit ein bisschen dickerer Schnur rein. Vielleicht so mit der 5-Kilo-Schnur. Na, er dreht einfach die ganze Zeit komplett durch, ne? Der Fisch lässt sich da auch gar nicht beirren. Doch jetzt.
Jetzt so gerade. Und da ist er durch. Was? Alter, ist das ein Nelmer? Es ist ein Ola Aland mit 1,2 Kilo. Das kannst du doch nicht ausdenken. 1,2 Kilo Aland, was ist denn mit ihm los? Und da ist wieder was drauf. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, ich gehe auf 5 Kilo Schnur. Das ist ja der Hammer. 3,1 Kilo Schnur bei der Strömung wahrscheinlich. Aber der erste mit 116. Und das war auch ziemlich weit hinten. Also wahrscheinlich kann man hier ziemlich weit auch treiben lassen. Und einfach... Ja, das war ja eigentlich komplett schon ab vom Schuss hier. Da könnte doch bestimmt auch noch weiter hinten was gehen. Ja, scheint schon mal ganz spannend loszugehen hier. Und da ist schon wieder was. Ja. Also mehr Hebebiss. Und da ist auch schon wieder was. 102. Auch noch gehakt. Ich glaube, ich bleibe auf zwei Routen. Ist mir sonst zu stressig hier. Zack, die beiden Routen hier. Zack und zack. Hier geht auch schon wieder was. Naja, bevor dann hier die Fehlbisse kommen und hektisches Anschlagen hin und her. Ich lasse die mal eben raus. Und dann bleibe ich mal hier auf zwei Routen. Ich glaube, das ist ganz angenehm so. Dann kann man das so ein bisschen verfolgen. Ja, aber das sieht doch schon richtig, richtig gut aus. Jetzt gucke ich gerade mal rein, was war hier bei Magic unterwegs. Größentechnisch 113, 130. Ja, auf jeden Fall auch größere. Hier wieder 127. Zwischendurch mal eine Quappe Amurwels sogar auch mit dabei. In der Nacht dann bestimmt die Amurwelse. Sehr, sehr cool. Hasel, Eschen, Elitmarine. Ja, also alles Mögliche, was halt hier typischerweise eben auch reingeht auf diese einfachen Larven. Ich teste natürlich gleich noch weiter ein bisschen andere Larven. Aber jetzt werde ich erstmal ein bisschen hier versuchen rauszuziehen. Bisher bin ich schon sehr zufrieden. Ob einzelne Borkenkäferlarve oder doppelte, macht bisher noch keinen Unterschied. Sieht beides gut aus. Also kann man beides ganz gut machen. Und da ist schon wieder was drauf. Schon wieder zu spät. Direkt auf der 1 war schon wieder was drauf. So. Vielleicht mache ich doch die dritte nochmal und mache da eine andere Kombi. Vielleicht gibt es nochmal eine andere Köderkombination, die nochmal zusätzlich triggert. Oder nochmal etwas dickere Brocken irgendwie triggert. Das wäre natürlich der Hammer, ne? Grundsätzlich muss ich sagen, ich bin jetzt schon super zufrieden. Sehr, sehr, sehr cool. Dankeschön fürs Teilen. Das ist einfach mega nice. Gerade so ein Fisch, der dann natürlich auch noch fehlt. Mir fehlt er ja noch als Trophy hier. Und dann durchaus die Chance eben zu haben, dass der dann irgendwann mal reingeht. Mega, mega nice. Ja, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier weiter durch. Ach, zu spät. Ziehe jetzt hier weiter durch und probiere noch ein bisschen. Sollte da noch ein bisschen was ganz anderes reingehen oder andere Köder funktionieren, dann blende ich das natürlich auch nochmal eben mit ein. Ansonsten jetzt hier Vollgas auf Regenbogenstint. Ja, und wenn er dir fehlt, der Regenbogenstint, oh, 203 Gramm. Wenn er dir fehlt, der Regenbogenstint, dann go, go, ab an den Spot hier und rausziehen. Und ich glaube, auch kohlemäßig ist das gar nicht so schlecht. 203 Gramm, nicht schlecht. Und das auf einzelne Borkenkäferlarve. Nicht mal auf das Doppelte. Also, selbst mit der einfachen Köderkombi oder mit dem einfachen Köder klappt es hier. Ab an den Spot. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags, 19 Uhr. Bis dahin.